Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute die neue Wish-Kollektion zeigen. Die kam nämlich an und ich muss sie euch jetzt zeigen, weil meine Tochter hat sie sich zu Nikolaus gewünscht, den Valentino, und natürlich bekommt sie ihn auch. Das heißt, es muss schnell gehen, dann muss er wieder nämlich eingepackt. Einmal die Kiste dazu, das ist unser Buddy Valentino aus der Wish-Collection. Für alle, die unsere Buddies nicht kennen, das Besondere an unseren Buddies, also ich zeige euch die Kiste auch gerne mal von hier. Genau, hier hinten steht auch nochmal drauf. Da steht drauf, damit ihr, die Sensi Buddies sind zum Kuscheln, weich, liebenswerte Freunde und mit jeder Menge Duft. Das ist nämlich das Besondere bei unseren Buddies, dass alle Buddies ein Scentpack dabei haben. Bei ihm war jetzt der mit dem Duft von Wish dabei. Der riecht nach Zitrone, Limette und Vanillezucker, also ein richtig süßer Zitrusduft, aber geil gemacht. Wirklich, ich mag ihn sehr gern. Das Scentpack ist dabei. Und das Scentpack, jetzt zeige ich euch den Valentino. Wie süß ist er? Mit seinem kleinen Bart. Mit einem Ziegenbart für die Ziege. Ich finde es total putzig. Und die Buddies haben überall, haben nicht überall, haben immer einen Reißverschluss. Hier kommt dann das Handpack rein, das wird wegversteckt. Und dann riecht der Buddy. Man kann sich die Düfte aussuchen. Ich finde es für die Kinder echt mega. Ich habe, wenn die erkältet sind, immer den Just Breathe drin mit Eukalyptus und Menthol, damit die Nase frei wird. Und ansonsten, wenn die jetzt keinen Special Mega Pack dabei haben von Disney, dann packe ich immer den Jamie Time rein mit Babyfräsie, Lavendel und Wicke. Und der beruhigt so ein bisschen. Auch sehr angenehm, gerade wenn sie die mit im Bett haben, finde ich die echt toll. Und jetzt zeige ich ihn euch mal. Das ist Valentino. Die Sensi Buddies sind wirklich immer extrem gut verarbeitet, also sind auch wirklich das Geld wert. Sie bringen ihren Scentpack, hier steht nochmal Sensi drauf, ihren Scentpack auch mit. Die kosten einzeln, wenn ihr die nachkaufen wollt, 10 Euro. Also die müsst ihr praktisch vom Kuscheltierwert abziehen. Das ist Valentino aus der Wish Collection. Dann haben wir noch einen Buddy Clip in der Wish Collection. Das ist erstmal der Stern. Der Film kommt ja am 30.11. erst in die Kinos. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Ich muss den unbedingt anschauen mit meiner Tochter, weil ich glaube, dass der echt cool ist. Die Buddy Clips sind zum Beispiel ganz cool, um die an die Rucksäcke zu hängen der Kinder. Dadurch, dass das jetzt auch wieder ein Zitrusduft ist, das hat mir eine, erst war sie eine Kundin, dann ist sie in mein Team gekommen, hat mir eine erzählt, die hatte den am Kinderwagen, weil sie was gesucht hat gegen die Insekten, wenn sie mit dem Kinderwagen spazieren geht. Und da hat sie, ich glaube, die Schildkröte, die hat nämlich auch einen Zitrusduft und den hat sie im Kinderwagen gehängt und die sind ferngeblieben. Also auch dafür ist es super. Ich zeige euch jetzt mal, das ist der Stern aus dem Film Wish. Auch hier hinten steht wieder Sensi drauf, auch wieder echt super zum Anfassen. Hier sind die Duftperlen drin, den kann man nicht nachfüllen. Die großen Buddies, da könnt ihr den Duft hier tauschen, wenn er leer ist. Bei den kleinen geht es nicht. Die haben hier oben den Clip, der ist diesmal sogar mit Glitzer, kann man das sehen? Ja, ich glaube, man kann es schon sehen. Genau, den könnt ihr hier aufmachen und dann überall dranhängen. An Schulrucksack, an den Kindergartenrucksack, an Kinderwagen. Also da gibt es unzählige Einsatzmöglichkeiten. Ich hatte den auch schon mal am Rückspiegel am Auto. Ist auch ganz cool. Wenn der nicht mehr riecht, habt ihr trotzdem noch ein cooles Kuscheltier. Was kann ich euch noch dazu sagen? Wenn er in seiner Dose ist, verliert ihr den Duft gar nicht. Also ich habe Buddies hier, die sind schon ein Jahr alt, die duften immer noch. Ihr könnt ihn natürlich auch zwischendurch immer wieder in sein Zuhause stecken. Das geht auch. Und noch dazu gehört natürlich das Wachs von Wish. Auch das ist, alle Düfte von dieser Kollektion sind mit Zitrone, Limette und Vanillezucker. Ich finde den wahnsinnig gut. Der riecht so ein bisschen wie der Lemon Sorbet von Sensi, aber ein bisschen süßer, ein bisschen zuckriger. Also ich finde ihn echt super. Das ist unsere Wish-Kollektion, die wollte ich euch zeigen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwochnachmittag. Montagnachmittag, es ist Montag, meine Güte. Passt auf euch auf. Ja, ich denke, das war's erstmal. Ich verdufte. Bis dann. Ciao.